mein Name ist Verena Niebuhr. Ich bin Psychologin und Consultant bei Illigo. VUCA als Akronym beschreibt vier Faktoren, die kennzeichnend sind für die heutige Zeit, für unsere Lebens- und Arbeitswelt. Das sind im Einzelnen Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit oder Ambiguität. Volatilität beschreibt einfach eine sehr hohe Veränderungsdynamik und das auf Prozess-, Produkt- und Organisationsebene. Unsicherheit soll ausdrücken, dass Prognosen über auch die nahe Zukunft zunehmend schwerer werden. Ich glaube, wir haben da alle zumindest ein konkretes Beispiel im Kopf, wie die Welt durcheinandergewirbelt wurde, ohne dass jemand das für möglich gehalten hatte in so kurzer Zeit. Komplexität soll heißen, dass viele Themen, Faktoren miteinander verwoben sind in einer globalisierten Wirtschaft, interdependent agieren. Von daher ist die Welt einfach von einer sehr hohen Komplexität aktuell geprägt und auch noch zukünftig. Mehrdeutigkeit drückt aus, dass Ursache und Wirkungszusammenhänge nicht mehr klar identifizierbar sind. Und das macht natürlich einige Dinge weniger erklärbar oder auch mehrdeutig interpretierbar. Um ein paar konkretere Beispiele zu nennen, Branchentransformationen zählen wir in die VUCA-Welt mit rein. Ganze Branchen transformieren sich. Als Beispiel sei genannt, dass Online-Banking die klassische Bankfiliale allmählich ablöst und auch ersetzbar macht. Das Gesundheitswesen ist im digitalen Umbruch. Krankenkassen bieten viele digitale Angebote per App an, beispielsweise weniger Briefverkehr, also digitale Krankenakte. Das sind so solche Geschichten, wo auch die Digitalisierung ganz stark mit reinspielt. Und wir merken das auch auf übergreifender Ebene in der Wirtschaftsstruktur, dass Internetdienstleister wie HelloFresh, Zalando oder auch Delivery Hero, dass die nun zu den DAX-Unternehmen zählen. Das ist natürlich auch schon ein Statement für sich. Homeoffice, ganz klar, befeuert durch die Corona-Pandemie, ist inzwischen wahrscheinlich aktuell auch noch eher die Regel als die Ausnahme. Damit in Zusammenhang, aber nicht nur deswegen, gewinnen neue Methoden, agiles Arbeiten und New Work als gesamtes Thema mehr und mehr an Relevanz. Dann übergebe ich auch gleich an dich, Christian. Mein Name ist Dr. Christian Jung-Gehling. Ich bin Senior Consultant bei Illigo. Was beschäftigt uns ansonsten noch durch VUCA? Es gibt einfach einen gesellschaftlichen Wertewandel, der sich immer weiter auch fortschreitet, schon seit Jahrzehnten. Darunter fällt auch, dass wir Diversity Management ganz andere Herausforderungen haben, dass auch die Gleichbehandlung einfach einen viel höheren Stellenwert gewonnen hat inzwischen. Dazu zählt aber auch, und das erhöht nicht nur die Mehrdeutigkeit, sondern auch die Komplexität, dass es eine Vielzahl unterschiedlicher Abschlüsse und Berufe mittlerweile gibt und sich auch dieses Berufsbilder, die klassischen, auch immer mehr wandeln, verändern und ersetzt werden. Und man einfach auch im Recruiting nicht mehr sagen kann, ich besetze die Stelle A genau mit dem Berufsabschluss A, sondern muss hier offen sein für viele verschiedene Quereinsteiger, für verschiedene Abschlüsse, für viele verschiedene Lebensbäume, die einfach auch entsprechend wachsen können bei den Kandidaten. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass der Recruiting-Prozess ganz anders gestaltet werden muss. Unsere Welt ist permanent in Bewegung. Wir haben bei Illigo auf jeden Fall diesen Trend fortlaufend unter Beobachtung. Also es ist immer wieder ein Thema in Anforderungsanalysen mit Kunden im Tagesgeschäft, weswegen VUCA bei uns Eingang in unser Online-Assessment-Portfolio gefunden hat, ganz konkret mit einem VUCA-Pulse-Check als spezifisches Profil. Darauf sei nur kurz verwiesen. Und falls Sie dazu nähere Informationen benötigen, wie Sie den VUCA-Pulse-Check in Personalentwicklung oder auch im Coaching-Setting gut einsetzen können, dann verweisen wir gerne auf unsere Homepage. Vielen Dank.